Hallo liebe Buschkraftfreunde. Ja, fürs Leben gibt es kein Drehbuch, für das Leben im Auto erst recht nicht. Eigentlich wollte ich heute für den Hauptfriesen ein Brotback-Video drehen. Dann ist mir beim Holzspalten die Axt gebrochen, respektive der Axtstiel. Und ich habe mich dazu entschlossen, jetzt einen neuen Stil zu machen. Kürzlich habe ich ein epochales Video von Fakomir gesehen, der hat gezeigt, wie man mit dem Messer so einen Axtstiel herstellen kann. Ich möchte das Ganze mit dem Taschenmesser machen. Das wird nicht viel anders sein, als es Fakomir gezeigt hat. Vielleicht werde ich noch etwas genauer spalten, damit ich nicht so viel nachschnitzen muss. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Ich habe vorhin versucht, den Axtstiel herauszuhammern. Das wird nicht gehen. Der sitzt so fest. Jetzt werde ich ihn ausbrennen und damit die gehärtete Schneide, seine Härte möglichst nicht verliert, habe ich hier einen Klumpen Lehm zusammengekratzt. Und darin werde ich die Schneide versorgen. Ich werde den Lehmklumpen noch etwas feuchter machen, etwas besser durchkneten. Und dann versuche ich im Feuer den Stiel auszubrennen. Und in der Zwischenzeit werde ich versuchen, einen neuen Stiel zu schnitzen. Es ist wichtig, dass man sich vorstellen kann, wie der Stiel, der Axtstiel in diesem Eschenholzstück zu liegen kommt. Ich schaue dabei, dass die Seitenteile des Stiels möglichst gerade sind. Das wäre irgendwie so gewährleistet. Und vorne und hinten ist es egal, wenn es nicht allzu gerade ist. Da versuche ich sowieso einen leichten Schwung reinzuschnitzen. Um dieses Holzstück zu spalten, werde ich versuchen, einen Keil zu schnitzen. Für diesen Keil spalte ich erstmal ein ganz kleines Stück. Etwa sowas. Von diesem Eschenholzstämmchen weg. Wenn ich hier im äußeren Drittel die Klinge ansetze und das Holz spalte, wird das Holz nach außen spalten und es entsteht ein wunderbarer Keil. So könnt ihr jederzeit ziemlich einfach einen tollen Keil herstellen. Jetzt versuche ich mit diesem kleinen Keil einen größeren Keil abzuspalten, den ich dazu nutzen kann, dieses Stämmlein auf der gesamten Länge zu spalten. Um die Taschenmesserklinge zu schonen, treibe ich sie nur bis zum Messerrücken, weil da kann ich ja zentral über der Klinge die Schläge drauf geben und dann wird hier im Mechanismus nichts kaputt gemacht. So. Dieses Teil versuche ich jetzt mit dem kleinen Keil abzuspalten, dass ich hier einen größeren Keil bekomme. Jetzt schnitze ich diesen Keil zurecht. Werkzeug
werde ich nun dieses Stämmlein spalten. Zuerst aber schaue ich, ob sich der Axtstiel schon lösen lässt. Den nehme ich jetzt mal aus dem Feuer. So. Jetzt werde ich am Fluss den Axtkopf etwas abkühlen. Wie ihr seht, vorne blieb die Axt unverfärbt, das heißt, es hatte keine hohen Temperaturen. Das hat, jetzt, wenn ihr reinschaut, vielleicht könnt ihr das sehen, jetzt sollte es wirklich kein Problem mehr sein, um dieses restliche Teil auszustoßen. Ja, das kommt gratis. Um den gesamten Stamm zu spalten, könnte ich jetzt theoretisch die Axt wieder verwenden. Aber ich möchte euch zeigen, wie das mit diesem Teil und Taschenmesser auch sehr gut funktioniert. Den ersten Spalt setze ich hier durchs Mark in der Mitte. Das hat den Vorteil, dass der Spalt nicht wie gesehen beim Keil nach außen verläuft, sondern dass ich dem Mark entlang eine saubere Spaltfläche bekomme. Das Taschenmesser zu schonen, treibe ich die Klinge wieder nur bis zum Messerrücken. Jetzt nehme ich sie wieder raus. So. Vorsichtig einklappen. Und jetzt habe ich hier eine kleine Kerbe, wo ich den Keil ansetzen kann. Jetzt schaue ich, wie breit das Auge im Axtkopf ist und übertrage das. Auf den Stiel mit einer Markierung. So, hier ist die Markierung. Und hier werde ich nun vielleicht einen Millimeter weiter außen zum zweiten Spalt ansetzen. Auf der anderen Seite werde ich genau dasselbe nochmals machen. Honing aus und hier habe ich sehr viel weniger abzuschnitzen, als wenn der Honing noch viel breiter ist.
werde ich erstmal hier auf der Seite des Achskopfes das Auge etwas anpassen und dann werde ich noch den Rest schnitzen. Ja, noch wegen der Länge. Ich habe das mal etwas zu lang gewählt. Da absägen kann man ja immer noch. Dazu mache ich wieder eine Markierung. Schon fertig. Es ging ruckzuck. Was natürlich noch Probleme geben wird, ist, das ist frisches Holz. Das wird sich beim Trocknen noch zusammenziehen. Und ich bin mir da nicht sicher, ob es dann genügt, einfach den Keil nachzuschlagen. Besser wäre natürlich abgelagertes Holz für einen Griffstiel zu verwenden. Für einen Axtgriff zu verwenden, aber ja, das habe ich nicht zur Hand. Der Axtstiel passt hervorragend ins Auge. Vielleicht könnt ihr das sehen. So. Ich werde jetzt die Form des Axtstiels einzeichnen und die Form herausschnitzen. So, der Axtstiel ist jetzt fertig. Wenigstens die Form ist fertig. Hier kommt der Axtkopf drauf. So. Was ich jetzt noch machen muss, und das wird wahrscheinlich die strengste Arbeit, ich muss jetzt mit der Taschenmessersäge hier noch eine Nut etwa so tief einschneiden und mit der Faser zu sägen geht sehr viel strenger als quer zur Faser zu sägen und darum muss ich jetzt etwas ausprobieren, wie ich das am besten mache, aber das wird schon irgendwie gehen. Thank you.
diesen Schlitz zu sägen, war jetzt ein verdammt hartes Stück Arbeit. Jetzt werde ich die Axt aufstielen und mit dem Keil befestigen. Sieht sehr gut aus, fühlt sich sehr stabil an. Jetzt werde ich da noch den Keil reintreiben. Die Axt ist wieder einsatzbereit. Ich habe den Keil extra nicht ganz bündig abgeschnitten, dass wenn das Holz etwas nachtrocknet, kann ich den Keil noch etwas nachschlagen. So, ich bin super zufrieden mit diesem Resultat. Nun werden wir schauen, ob das Ganze auch hält. Und ich verspreche euch, ich werde den Stiel nicht schonen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.